Guten Morgen, Internet. Heute ein Special Guest. Heute ist hier Malwanne. Herzlich willkommen. Na, was geht, Vanessa? Ich bin voll froh, dass du da bist. Ich hab's dir gerade schon gesagt und du hast es anscheinend auch schon gesehen. Ich bin voller Fan von deinem Intro, privat. Aber du bist heute nicht in privater Sache hier, sondern bist für eine neue Sendung hier, die du auch bei Funk machst. Wie und zwar schmeckt's? Ich mache hier Schleichwerbung. Ja, ich mache jetzt auch ein Funkformat. Ich habe es gesehen bei euch, wie toll das ist und wie viel Spaß es macht. Und ich mache jetzt Plan und Los. Da wird einem geholfen. Also wenn man eine Frage hat, dann beantworten wir sie da. Dann haben wir Plan und Los. Die Schulzeit ist vorbei. Und was kommt jetzt? Studium oder doch Ausbildung? Komme ich mit den Leuten, mit denen ich dann zusammenziehe, überhaupt klar? Muss ich mich gesünder ernähren? Wie bewerbe ich mich richtig? Und warum sind Haustiere so verdammt teuer? Stopp! Ihr habt keinen Plan, was eure Zukunft angeht? Ihr braucht Antworten und zwar schnell, informativ und unterhaltsam? Dann seid ihr hier genau richtig. Jede Woche neue, spannende Themen. Ich würde sagen, planlos war gestern, denn jetzt heißt es Plan und los! Wir machen heute was mit dir, was wir von dir geklaut haben, von Malwanne. Und zwar das Erfolgsformat Wie schmeckt's? In dem du was machst? In diesem Erfolgsformat Wie schmeckt's? Koche ich Sachen aus Film und Serien nach. Und ich gucke immer dann die Serie und schaue, wie sie das in der Serie gemacht haben oder in dem Film. Und dann versuche ich das mal nachzubauen. Das heißt, wir kochen heute was nach und zwar was? Hallo. Du weißt besser Bescheid. Punsch. Ist lustig, wie sein Mikrofon im Bart liegt. Ja, ja, das ist normal. Wir haben deswegen auch Tonprobleme. Ja, das häufig. Nur mal so. Also, sorry, Leute, falls ihr irgendwas hört. Wir haben tolle Mikros. Weihnachtspunsch von Patterson und Findus machen wir heute nach. Nur um nochmal beim Thema zu bleiben. Genau. Ich halte mich hier raus, denn sonst explodiert hier was. Ich fange schon mal an, was zu machen. Soll ich dir schon mal den Saft einer Orange machen? Kann ich. Du hast quasi heute Assistenten. Nee, also zuerst bitte. Wir brauchen nämlich auch die Schale von der Zitrone und der Orange. Okay. Deswegen nimmst du jetzt erstmal so ein bisschen Schale ab. Okay, worauf soll ich die Schale tun? Das machst du. In den Topf, oder? In den Topf direkt. Ist doch der Topf. Ach, der Topf? Nehmen wir nicht, oder nicht das da? Nee, wir nehmen den Topf. Ah, der Topf. Ja, super. Genau. Den kann ich euch ja mal reichen hier. Schön Schale mache ich. Schön. Ganz viel, sagst du? Machen die das auch? Ja. Ich kann mich an Patterson und Findus fast gar nicht mehr erinnern. Ich war mal in einem Kindertheater von Patterson und Findus. Wir haben doch mal was von Patterson und Findus gemacht. Ah, die Pfannkuchentorte. Yeah. War lecker. Ja, die Pfannkuchentorte war echt gut. Ja. Da bist du jetzt nicht drauf gekommen. Wusstest du, dass ein Freund von mir Pizzatorte immer gemacht hat? Drei Pizzen übereinander. Ja, genau. Und dann Käse drüber. Und dann hat er immer Pizzatorte gemacht, die dann so angeschnitten und dann hast du halt eine Torte. Das gab's, das war aber super, das war ein Trend, den hat jeder gemacht, Freddy. Das ist dein Freund. Ernsthaft? War sehr kreativ. Ich kannte das. Du siehst gleich abnehmen muss, Kontrollfreak. Also, Entschuldigung, ich muss hier ganz kurz, nein, du sollst nicht das Weiße, ne? Nur immer so einmal und dann weiter. Also jetzt nicht so an dem Weißen noch rum, weil das schmeckt bitter. Die müsst ihr natürlich auch vorher abwaschen, denn sonst habt ihr die ganzen Spritzsachen dran. Mhm. Also genau, das haben wir jetzt gemacht und deswegen können wir jetzt auch weitermachen. Soll ich vielleicht doch mal was? Ja, du darfst jetzt auch was machen. Nelken. Weil du nimmst jetzt, was ist das? Wir nehmen jetzt, wie viel Zitrone brauchen wir? Du machst jetzt das mit der Zitrone. Wir brauchen den Saft von. Das habe ich auch zu Hause, das kenne ich. Eine halbe Zitrone. Weihnachtsmarkt gibt es sowas ja auch immer, ne? So ein bisschen Punsch, also eher Glühwein. So. Weihnachtsmarkt, hast du gerade Weihnachtsmarkt gesagt? Das war das Stichwort für unser neues Feature bei Guten Morgen Internet, damit ihr nicht ganz so dumm bleibt. Freddy, okay, kannst du erklären, was passiert? Ach so, auf dem Weihnachtsmarkt? Ach so, ja, wir haben Falken. Hast du mir zugehört? Ja, wegen dem Falken. Aha, und was macht der? Faktfalke. Der Faktfalke. Der Putzscheißfalke. Boah, das riecht aber gut. Du sollst es drücken. Ach so, ich sollte das machen. Ach so, du hältst das einfach. Muss mir was erklären. Reicht das? Ja, perfekt. Hast du toll gemacht. Danke. Schau mal, ich habe mich schon gestern am Rost verbrannt. Putzi auf Bubu. Wart ihr dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Dann gehst du heute nicht an die Wärme, an die Hitze. Wärme. Nicht an die Wärme, nicht an die Hitze. Geh bitte nicht an die Wärme, gell? Wir nicht an die Wärme. Ja, wir haben beide Osteltern, das ist halt... Ja, ja nicht so. Nur ihr, alle. Wir kommen nur mit der Akzent kommunizieren. Nur die weiblichen YouTuber haben immer alle osteuropäischen Wurzeln. Die hübschen YouTuber. Ja, die hübschen, weil die du meinst die hübschen ja. Und die schlauen YouTuber. Ja, ja. Die hübschen, intelligenten YouTuber. Das ist auch genau das. Brauchen wir das noch? Brauchen wir das tatsächlich so? Was können wir machen? Zwei Stangen Zimt. Das können wir doch bestimmt machen. Dann klauen wir uns das einfach von da hinten. Soll ich dir den mitgeben? Dann musst du nicht alles rüberholen. Komm. Nee, ich werf rein. Wirf rein. Geil. Nochmal? Warte. Bisschen mehr Challenge. Okay. Nicht in mein Auge. Ich kann gut werfen. Wow, nice! Ach, man deppt nicht mehr. Das machen wir immer so. Hier dürfen wir nicht einschlagen. Das geht, es bringt Unglück. Komm noch mal. Doch, ich will. Okay, so viel, schaut mal, so viel Inhalt ist eine Orange und eine Zitrone. Das auch mit da rein? Hast du auch die zweite Hälfte gemacht? Ja, klar. Okay, das so, auch das mit da rein? Auch rein? Das schenkt man so ein. Wow. Wow. Oh, das sieht irgendwie super unappetitlich aus. Ich weiß auch nicht warum. Nö, das sieht lecker aus. Ja, sehr toll. Nelken müssen aber auch rein. 6 bis 8 Nelken. 6 bis 8? 6 bis 8 Nelken. Tu mal rein. 6 bis 8. Mach mal 8, weil so mehr Aroma. So muss man die reinmachen. 1, 2, 3. Sonst kommt der Weihnachtszauber nicht in den Punsch. Ja, auf jeden Fall. 6, 7, 8, 9. Boah, voll die Kuhle auch im Pulli. Läuft bei dir. Nice. Kopfschädel. Kuhle im Pulli. Okay. Also wir haben keine Anis-Sterne, wir haben Anis-Flocken. Flocken. Ein Löffel. Das, ja, das reicht. Gut, wir stellen das direkt da drauf. Gut, wir stellen es direkt da drauf. Apfelscheiben, also. Kelly. Ja? Kommen die jetzt schon rein? Nee, noch nicht. Die Apfelscheiben kommen nicht rein. Nee. Was ist das? Doch. Mach mal rein, Muskat, oder? Ja, Apfelscheiben auch. Oh, aber da muss man nur eine Prise. Muskat. Gut, dass Kelly das nicht macht. Was? Wenn man nämlich zu viel Muskatnuss benutzt, dann... Willst du damit sagen, dass ich zu viel Muskatnuss da reingemacht hätte? Ich hätte gedacht, dass du so einen Löffel reinballerst. Warum? Weil du wirklich so unkontrolliert... Ja. Nee, nicht unkontrolliert. Du wirkst aber so, als ob du noch nie davon gehört hättest, dass man nicht viel Muskatnuss... Nein, ich koche mit Bauchgefühl. Wenn der Bauch durchschnittlich durch viel Probleme hat. Da gibt es wenige, ihr Rezeptkocher. Lasst jetzt euch von der Gesellschaft unterkriegen. Total frei jetzt hier. Aufkochen lassen und 10 Minuten ziehen lassen. Anschließend durch den Sieb gießen und nach Belieben süßen. Und den Saft auch dazu, siehst oder? Du nach Belieben? Ja, einfach rein. Mach, komm rein damit. Mm. Sollen wir den nicht schon mal anmachen, den Herd? So ein bisschen, so ja genau. So ist okay. Nicht schau den mal, den oben machen wir jetzt hier passt, schön okay. Auf. Machen wir mal den ganzen. Den anderen Saft auch, rein. So. Rein da. Apfelsaft und jetzt kommt noch Traubensaft. Boah, das sieht schon krass aus. Jetzt sieht das auch wirklich aus wie schön, wie ein Punsch, ja. Schön hat jemand Schnaps? Nur mal so eine Frage. Immer dabei, war nicht jetzt. Oh, jetzt bräuchte ich mir so ein, wie beim Highschool-Abschlussball, bräuchte ich mir jetzt so eine. Ja, ja. Wo wir den es gibt Punch. So Bracelets. Nee. Den kann man, ja, und dann kann man so unauffällig. Amerika. Das sieht dann auch gut. So ein richtig klobiges Bracelet, denn man sieht gar nicht, dass apropos Bracelet, wir setzen mal ganz kurz ab und sehen uns im Let's wieder, wenn das go, Ganze Bracelet. Ist. Und dann probieren wir das ganze Ding mal. Der Punsch ist fertig. Richtig, reingepuncht. Wie lange haben wir denn jetzt gekocht? Unsere Herdplatte ist super lame. 10 Minuten danach sollte man den normalerweise so ein bisschen ziehen lassen. Haben wir jetzt gemacht. Oh, dieser weihnachtliche, liebliche Geruch. Riecht ihr ihn? Ich wehe mal ein bisschen zu euch. So. Ja. Tada! So. Möchtest du einschenken? Durchsieben. Ja, unbedingt. Und so, guck mal einfach hier. Auf die Herzen. Schau mal, ich mische das ein bisschen durch, damit alle Aromen sich noch mal toll integrieren in den Punsch. Da war der Dampf, auf den wir alle gewartet haben. Da war der Weihnachtsdampf. So. Also, aber Kelly, du warst dieses Jahr noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt, das ne? Reicht, glaube ich. Kommst du mit mir auf den Weihnachtsmarkt, bitte? Ja! Okay. Ich glaube, ich das mal. Das ist ja sehr warm. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen, das behindert mich beim Einschenken. Was ist denn eure Lieblingsnascherei auf dem Weihnachtsmarkt? Waffel, Crepe. Ich bin so die Einzige, die sich noch für das Thema interessiert. Weihnachtsmarkt, was bist du denn überhaupt? Marzipanbällchen. Nee, weiß ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich trinke eigentlich immer nur so 1, 2 Glühwein und essen tue ich nie. Hallo? Essen tust du nicht? Boah, das ist sehr voll jetzt. Aufpassen, aufpassen. Oh. Ups, Kabel. Ja, das ist nicht schlimm. Das hat alles eine TÜV-Abdeckung. Okay. Okay. Nächstes? Ja. Wir können ja ein bisschen Schnee drunter legen, damit das nicht so, weg. Alles gut. Tu einfach mal hier drauf, den Drehplan passt. Schnee, Feld, Wasser auch. So, letztes. So. Also, du trinkst eher, oder was? Ich trinke tatsächlich. Das muss man aber da ein bisschen ausschütten, weil sonst schütte ich daneben. Das ist
Das, was ich tatsächlich nicht so gerne mag, ist dieses Kakao mit Schuss. Das mögen ja sehr viele, ne? Oh nee, das mag ich auch nicht. Ich verstehe nicht, warum das alle so super geil finden. Aber ich mag auch nicht Süßigkeiten. Ich mag auch... Ich will einfach nur dann Glühwein trinken und dann will ich nach Hause gehen. Ja, aber allgemein auch Süßigkeiten, also so Schokolade mit Alkohol. Ja. Was ist mit Marzipankugeln? Nee. Was also halt nicht auf dem Weihnachtsmarkt, so danach irgendwie, wenn die Lust da ist. Gebrannte Mandeln müssen. Was? Wenn, ja. Wo, wenn nicht auf dem Weihnachtsmarkt? Zu Hause. Aber ich habe den besten Lifehack der Welt. Ich habe den besten, allerbesten Lifehack der Welt. Ja, das reicht. Ja. Gebrannte Mandeln vom Weihnachtsmarkt kaufen und dann zu Hause in die Mikrowelle packen. Boom. Okay, dann platzen die auf und werden zu Popcorn? Nee, so Mandel Anstoß. Und so. Frieda, mal stellen wir uns die Frage. Und natürlich stellen wir uns jetzt wieder der allerwichtigsten Frage. Wie schmeckt der Glühwein aus Pettersson und Findus? Los. Gut. Frederik und Figgel, die da. Auch sehr nett, dass ich als Gast am meisten bekomme. Gerne. Mmh. Oh, lecker. Oh, der ist echt schmeckt gut. Nach Weihnachtsmarkt. Weihnachten, nein, Weihnachtsmarkt ist das Thema. Weihnachtsmarkt. Also da könnte ich mir auch einen guten Schuss... Einen guten Schuss von einer guten Tropfen, was von was Guten. Mmh. Weihnachten. Da würde das Christkind. Das ist aber wirklich lecker. Ich habe noch nie Anis und sowas probiert. Mmh. Ja, lecker Gewürz. Schmeckt's dir nicht? So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und, okay. Nee, ich find's schon lecker. Danke, Vanessa, dass du uns geholfen hast, diesen Punsch zu brauen. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Ja. Ohne deine Munition. Ohne deine Munition würde das gar nicht so machen. Ohne deine Anweisung hätten wir das nie geschafft. Merry Christmas. Merry Christmas to you all. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Unheimlich gerne. Und mich auch. Genau. Und dich auch. Vanessa auch. Vanessa natürlich. Bei Vanessas neuem Funkformat, bei dem sie mitmacht, Plan und Los. Ja, auch genau. Gibt es auch noch andere Leute, die dabei sind. Und checkt natürlich unsere ganzen Weihnachtsvideos ab. Nicht nur eins, alle einfach. Alle. Wir haben euch eins verlinkt. Alle. Wissen wir selber nicht, weil die Redaktion gesagt hat, wir machen jetzt random. Random? Und wir haben aber so viele geile Weihnachtsvideos. Ich gucke einfach mal auf den Kanal. So geile, ey. Musst du auch unbedingt gucken. Das ist richtig cool. Ich habe schon einige gesehen. Frohe Weihnachten.